Hallo, mein Name ist Tara Springert. Ich bin eine buddhistische Lehrerin und Psychotherapeutin und heute möchte ich über mein neues Buch sprechen, So macht man Träume wahr, tibetisch-buddhistische Geheimnisse zur Erfüllung unserer Wünsche. Also hier handelt es sich um eine buddhistische Herangehensweise zur Erfüllung und Manifestation unserer Träume, unserer Wünsche. Die unterscheidet sich sehr von Ansätzen, die man vielleicht kennt, die sehr populär sind, wie zum Beispiel das Buch The Secret. Die buddhistische Herangehensweise an dieses Thema bringt den spirituellen Wunsch mit den anderen Wünschen, die wir in unserem Leben haben, zusammen, sodass man gleichzeitig spirituell in Liebe und Weisheit und Mitgefühl wächst und, und dabei gleichzeitig seine eigenen Wünsche und Träume erfüllt. Das hört sich ein bisschen komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist. Das ist im Prinzip nicht so schwer, aber man muss darauf hingewiesen werden. Und ich selber habe mit diesen Methoden jetzt schon seit mindestens fast 30 Jahren gearbeitet. Und ich kann sagen, dass alles Gute in meinem Leben durch diese Methoden gekommen ist. Also in meinem Leben alles Gute, was zu mir gekommen ist, ist nicht durch Zufall auf mich zugekommen, sondern ich habe es ganz bewusst mit den Methoden, die ich in diesem Buch beschrieben habe, erarbeitet. Und das betrifft meinen Beruf als Psychotherapeutin, meine Karriere als Autorin, sowohl auch als mein Privatleben, meine Ehe, mein Sohn, meine Gesundheit und wo ich wohne und alles andere auch. Also diese Methoden sind für alle Lebensbereiche anwendbar und ich kann also mit meinem eigenen Leben dafür bezeugen, dass sie auch wirklich funktionieren. Also ich möchte ein bisschen erzählen, was man in diesem Buch finden kann. Also das ist aufgeteilt in 8 Schritte. Der erste Schritt, da geht es darum, wie wir unsere Wünsche wählen müssen, damit sie auch wirkliches Glück bringen. Weil es ist ja oft so, dass man denkt, ich möchte dies, ich möchte das und wenn ich nur das und jenes hätte, dann wäre ich glücklich. Und dann stellt es sich ja leider oft heraus, dass man dann doch nicht so glücklich ist oder dass man irgendwie falsch gelegen ist mit dem eigenen Wunsch. Und da gibt es sozusagen eine buddhistische Sicherheit oder Versicherung, dass das einem eben nicht passiert, dass man seine Wünsche in einer Art und Weise macht, so dass es immer noch wirklich die eigenen Wünsche sind. Es ist also jetzt nicht so, dass man gesagt wird, ach nein, das sollst du nicht wünschen, das ist zu weltlich oder mondän, sondern dass man wirklich die eigenen Wünsche in einer Art und Weise formulieren kann, so dass sie wirklich hinterher zu wirklichem und echten und tiefen und langfristigen Glück führen. Okay, da geht es also im ersten Schritt darum, dass man also die Wünsche in dieser Art und Weise formuliert. Und im zweiten Schritt geht es darum, dass man das gesamte Unbewusstsein, also Unterbewusstsein, in die gleiche Linie bringt wie den bewussten Wunsch. Jetzt ist es ja oft so, dass wir bewusst das eine wollen, aber unbewusst in die andere Richtung gehen. Ja? Und das ist so, als ob man auf dem Gaspedal und auf der Bremse gleichzeitig steht. Und das ist das Problem von vielen Leuten, die vielleicht von der Wunscherfüllung oder dem Gesetz der Anziehung gehört haben, aber irgendwie es nicht schaffen, es gut anzuwenden. Den Fehler, der da passiert, ist, dass man denkt, dass einfach nur mit positivem Denken kriegt man das schon hin, man muss einfach nur immer an den Wunsch denken und alle möglichen positiven Affirmationen sagen und dann wird es schon klappen. So ist es aber nicht. Es geht darum, dass man wirklich tief ins Unbewusste eindringen muss und also diese, was ich die Unterpersönlichkeiten nenne, dass alle in die gleiche Richtung ziehen. Dafür braucht man jetzt nicht große Regressionstherapien machen oder sonst wie im tiefen Unbewusstsein wühlen. Es gibt da ganz einfache Methoden, in denen man sich sozusagen selber testen kann, ob jetzt die eigenen Wünsche wirklich auf der gleichen Linie sind wie das Unbewusste. Und diese Übungen, da gibt es eine ganze Reihe, die muss man nicht alle machen. Also wenn man das Gefühl hat, man ist wirklich
auf einer Linie und alle Unterpersönlichkeiten sind wirklich dabei, dann kann man also wirklich da recht schnell durchgehen. Ansonsten, wenn man sagt, da sind innere Hindernisse, ich habe da Widerstände, ich möchte das eine, aber ich fühle mich irgendwie auch ein bisschen schuldig, wenn ich das will, oder ich habe das Gefühl, das ist kein wirklicher Wunsch, oder ich bin hin und her gerissen zwischen verschiedenen Dingen. Da geht es darum, also wirklich alles in eine Richtung zu bringen. Okay, im dritten Schritt geht es jetzt darum, aktiv zu werden. Also viele Bücher, die so in denen es um das Manifestieren geht, die haben ja im Grunde, sagen die einem nur, denke positiv, visualisiere dein Ziel, und das ist aber nicht genug. Also wir müssen auch aktiv werden und wir müssen wirklich auch in der normalen Welt die normalen Dinge tun, um unseren Wunsch wahr werden zu lassen. Und da gibt es auch wiederum verschiedene Hindernisse, wo man straucheln kann. Und ich erkläre dann, wie man über diese Probleme hinwegkommen kann. Also zum Beispiel, es gibt ja sehr strukturierte und organisierte Menschen, die dann vielleicht davon profitieren können, dass sie ihre Intuition mehr benutzen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sehr, sehr intuitiv sind und die davon profitieren können, ein bisschen organisierter zu werden und die Dinge ein bisschen geplanter anzugehen. Und beide Typen, ja, brauchen ein bisschen da Unterstützung, und es geht also darum, aktiv zu werden und diese Dinge zu tun und auch nicht davor zurückzuscheuen, von anderen Menschen zu lernen und sich Helfer zu suchen und wirklich in dieser Art vorwärts zu schreiten. Okay, das war jetzt der dritte Schritt. Im vierten Schritt geht es, was ich nenne, die eigenen Schwingungen erhöhen. Und hier geht es auch um die sogenannte emotionale Zielschwingung. Also wir müssen in unserem Geist sozusagen die Zielschwingung herstellen, die wir erreichen wollen, wenn unser Wunsch erfüllt ist. Also zum Beispiel, wenn man ein Baby haben möchte, dann wäre die Zielschwingung vielleicht ein sehr liebevolles, fürsorgliches Gefühl. Oder wenn man ein eigenes Unternehmen aufmachen will, dann vielleicht ein sehr freudvolles, begeistertes, energiegeladenes Gefühl. Und darum geht es jetzt in diesem Schritt, dass man lernt, eben diese Zielschwingung herzustellen und dann auch durch eine spezielle Chakra-Übung, wo man also mit den eigenen Energiezentren im Körper arbeitet, das Ziel auf dieser energetischen Ebene zu erreichen. Und diese Chakra-Übung, das ist also direkt aus dem tibetischen Buddhismus genommen und die ist auch sozusagen das Herzstück meines Buches, womit es sich sehr deutlich und ganz klar von anderen Büchern, die über das ähnliche Thema sprechen, abhebt und womit man also da seine Wünsche sehr viel schneller und zielstrebiger erfüllen kann. Und ich selber habe also mit diesen Chakra-Übungen wirklich die unglaublichsten wunderbarsten Wunscherfüllung erlebt in meinem eigenen Leben. Okay, dann im fünften Schritt geht es darum, Gier und Anhaftung zu überwinden. Also wenn man an die Wunscherfüllung im buddhistischen Sinne herangeht, dann ist es wichtig, dass man lernt, das in einer Geisteshaltung zu tun, die frei von Gier und Anhaftung ist. Das hört sich natürlich sehr einfach an und im Prinzip ist es das auch, aber in der wirklichen Welt, im Praktischen, ist es eben schwer, nicht gierig oder nicht angehaftet zu sein, wenn man doch wirklich etwas sehr stark will. Ja? Und da werde ich dann einige Methoden erklären und einige sehr praktische Tipps auch geben, wie man da lernen kann, loszulassen, wie man sich einen Ersatzfokus suchen kann, ohne das Ziel zu vernachlässigen. Und wie man in dieser Weise fortschreiten kann. Okay, dann im nächsten Schritt, das ist der sechste Schritt, da geht es dann darum, mit der Wartezeit umzugehen. Also bei vielen Wünschen ist es ja so, dass man vielleicht einiges tut, um die Dinge in Gang zu setzen, und aber dann muss man irgendwie warten und schauen, was auf einen zurückkommt. Zum Beispiel, wenn man ein Buch verlegen will oder veröffentlichen will, dann kann man bei den Verlegern
einen Brief schreiben und die Unterlagen einreichen und dann muss man eben warten. Und in dieser Wartezeit kann es dann sein, dass man eben diese emotionale Zielschwingung sehr leicht verliert. Und hier geht es dann darum, dass man lernt, das Momentum, also die positive Einstellung nicht zu verlieren. Und ich werde dann auch wiederum einige Tipps geben, wie man damit umgehen kann. Und auch, was sehr wichtig ist, wenn man zum Beispiel Rückschläge erlebt, ja, wie man damit umgeht. Also manche Leute sagen ja dann, okay, es soll nicht sein. Ja? Ich habe jetzt 3 Rückschläge erlebt, es soll nicht sein. Und da sage ich, Moment mal, was sein soll, das liegt in dir selber und du musst jetzt an deinem Wunsch festhalten sonst und dich nicht davon einkriegen lassen, dass du jetzt Rückschläge erlebt hast, sondern wirklich da weitermachen. Und also da gibt es sehr viele Tipps, wie man mit diesen Problemen umgehen kann. Und im 7. Schritt werde ich dann noch über alle möglichen Hindernisse sprechen, die im Wege stehen könnten, wie zum Beispiel, dass man in Familienfallen festsitzt, dass man von altem Groll behaftet ist oder tiefen Schuldgefühlen und dass man also vielleicht ein starkes Bedauern hat und also noch verschiedene andere Probleme hat, wie zum Beispiel, dass man zu viel Chaos hat im Leben, dass man in lieblosen Beziehungen gefangen ist, in co-abhängigen Beziehungen. Und da gebe ich dann einige Ratschläge, wie man eben aus diesem Problem herauskommt, um die eigene Wunscherfüllung voranzutreiben. Und dann kommen wir zum 8. Schritt und da geht es dann darum, die eigenen Wünsche zu empfangen. Und das sollte dann eigentlich recht einfach und schön sein, aber da gibt es noch immer ein paar kleine Hindernisse, wie zum Beispiel gibt es bei jeder Wunscherfüllung auch eine gewisse Phase der Unsicherheit, wo man noch nicht so sicher ist, ob das gewünschte Ziel nun wirklich erreicht ist. Zum Beispiel, wenn man einen wunderbaren Partner kennenlernt, dann gibt es am Anfang ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate eine Unsicherheitsphase, wo man eben nicht sicher ist, ist er wirklich der ersehnte Partner, bin ich gut genug für den Partner und wo man das aushalten muss, diese Unsicherheit, ja. Und wo man sich dann alles noch verderben kann, indem man einfach dann zu ungeduldig dran geht und zu forciert. Und da gibt es auch noch einige andere kleine Probleme oder kleine Fallen, wo man drüber stolpern kann und da gehe ich dann auch noch drauf ein. Das allerletzte Kapitel, da geht es darum, aus der buddhistischen Sicht zu erklären, wie es denn nun möglich ist, aus dem Nichts unsere Wünsche zu erfüllen. Also wie es nun möglich ist, ja, dass man sich seine eigene Realität erschaffen kann. Und da bietet uns der Buddhismus sehr interessante Philosophien und Ansichten an und die werde ich dann erklären. Also es geht darum, in den Urgrund unseres Seins einzutauchen, den wir in unserem eigenen Geist finden und aus diesem Nichts, aus diesem Raum Dinge entstehen zu lassen. Und das sind also wunderschöne buddhistische Belehrungen, die werde ich da darstellen, sodass man auch versteht, warum dieser Manifestationsprozess folgt. Okay, also ich hoffe, ich habe Appetit geweckt auf dieses Buch. Also hier ist da ein Link, den man anklicken kann, wo man das Buch auf meiner Webseite kaufen kann. Das ist dann 25% billiger, als wenn Sie das auf Amazon-Seiten kaufen wollen. Aber das Buch ist auch in Buchläden erhältlich und auf den Amazon-Seiten und verschiedenen anderen Stellen im Internet. Okay, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und dann tun Sie mir doch mal so einen Daumen da anklicken oder das mit Ihren Freunden teilen oder mir eine Nachricht hinterlassen und all das finde ich sehr schön. Okay, danke fürs Zuhören.